Inselstaat Sri Lanka, das oft die Perle des Indischen Ozeans genannt wird, bietet vielfältige Attraktionen auf kleinem Raum. Gezeichnet von mehr als 25 Jahren Bürgerkrieg, befindet sich Sri Lanka auf einem schwierigen Weg der Heilung. Die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka ist ein Inselstaat im Indischen Ozean an der Südspitze von Indien. Mit der Ankunft der Singhalesen von Indien im 6. Jahrhundert vor Christus verwurzelte sich auf der Insel eine alte Zivilisation und später im 3. Jahrhundert vor Christus der Buddhismus. Die Macht und die Herrlichkeit des Königreiches von Sri Lanka entwickelte sich um die alte Hauptstadt Anuradhapura, welches Beziehungen zum Römischen Reich und nach Europa unterhielt, vor allem durch den Zimt- und Gewürzhandel. Die Portugiesen nannten die Insel Ceilão oder Ceylon. Sie kolonialisierten im 16. Jahrhundert den Großteil der Küstengebiete. Sie verdrängten die Singhalesen in das höher gelegene Innere der Insel nach Kandy. Mitte des 16. Jahrhunderts übernahmen die Niederländer die Kontrolle über das Land, welches sie 1796 an die Briten abgaben, die ihre Kolonie mit Straßen und Bahnlinien völlig veränderten. Sie legten Kaffeeplantagen an, die schließlich zu den Teeplantagen umgewandelt wurden, die in der ganzen Welt bekannt sind. Ceylon wurde 1948 ein souveräner Staat mit dem Namen Sri Lanka. Nach der Unabhängigkeit kamen ethnische Spannungen auf, als die Mehrheit der singhalesischen Buddhisten durch verschiedene Gesetze und durch Massendeportationen der indischen Tamilen, die auf den Teeplantagen arbeiteten, ihre nationalistischen Ansichten durchsetzten. Angesichts der andauernden Diskriminierung wuchs die Ernüchterung der Tamilen. Eine kleine Gruppe, die Liberation Tigers of Tamil Eelam, griff zur Gewalt und forderte einen unabhängigen Staat. 1983 wurde die Armee von Sri Lanka in einen 25 Jahre dauernden Bürgerkrieg mit den Befreiungstigern hineingezogen, der mehr als 100.000 Leben kostete und viele Menschen vertrieb. Heute werden Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen von beiden Seiten gegen Ende des Konflikts laut. Diese bleiben ungeklärt. Kritik und Untersuchungen in diesem Punkt wurden von der Regierung unterdrückt. Nach dem Bürgerkrieg nahm die Wirtschaft Sri Lankas wieder Fahrt auf. Die Touristen kamen zurück, um die wunderbaren Strände zu genießen und die Naturwunder der Insel und ihre Kultur zu bestaunen. Von der früheren Plantagenwirtschaft und dem Export von Tee, Gummi, Edelsteinen, Kokosnüssen und verschiedenen Gewürzen haben sich in Sri Lanka Textilien und Bekleidung zu den wichtigsten Exportgütern entwickelt. Finanzielle Unterstützung aus dem Ausland trägt auch zum Bruttoinlandsprodukt bei. Obwohl die Konjunktur einen beträchtlichen Aufschwung erlebt, hinken der vorwiegend von Tamilen bewohnte Norden und Osten hinterher. Sri Lanka hat geschätzte 21,8 Millionen Einwohner. 75% der Bevölkerung sind Singhalesen, Tamilen machen etwa 15% und die Mauren Sri Lankas etwa 9% aus. Sri Lanka ist das älteste buddhistische Land der Welt. Theravada-Buddhismus, der im 3. Jahrhundert vor Christus auf die Insel kam, wird von 70% der Bevölkerung praktiziert. Der Hinduismus ist die zweitgrößte Religionsgemeinschaft, die von den Tamilen praktiziert wird, welche seit dem 2. Jahrhundert vor Christus auf der Insel präsent sind. Das Land ist auf vielerlei Weise ein Modell für religiöses Zusammenleben. Es gab jedoch ein Wiederaufleben des singhalesischen buddhistischen Nationalismus durch Gruppen wie Bodhubala Sena, Buddhist Power Force, die christliche Kirche und Prediger angriff, als auch muslimische Gemeinden.
Das Christentum war schon vor der Kolonialzeit auf Sri Lanka präsent, welches auf den Handelswegen des Indischen Ozeans verbreitet wurde. Mit der Ankunft der Portugiesen und deren Missionaren im 16. Jahrhundert gewann das Christentum an zunehmender Bedeutung. Als die Holländer das Steuer übernahmen, brachten sie ihre eigenen Missionare der holländischen reformierten Kirche mit. Die Briten wiederum erlaubten anglikanischen und protestantischen Missionaren zu evangelisieren. Heute sind 8% der Bevölkerung Christen, Katholiken machen etwa 1,2 Millionen aus. Ich denke, die katholische Kirche in Sri Lanka ist einzigartig wegen ihrer Nähe zu den Menschen. Die Sorge um die Nöte der Menschen ist groß. Wenn ein Bischof oder ein Priester in eine Pfarrei kommt, bedeutet das viel für die Leute. Es ist nicht die persönliche Nähe allein, sondern vielmehr die Nähe der Kirche. Obwohl die katholische Kirche in der Minderheit ist, war sie in Krisenzeiten immer ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Nach dem tragischen Tsunami 2004 war die Kirche hilfreich bei der Verteilung der Hilfe und der Betreuung der Opfer. Wir konnten sofort darauf reagieren. Wir hatten unsere Verbindungen und konnten in dieser Zeit den meisten Betroffenen direkte humanitäre Hilfe leisten. Die Kirche war an vorderster Front. Die Kirche gewann wegen dieser humanitären Hilfe sehr hohes Ansehen, die sie ohne Rücksicht auf die Herkunft oder Religion leistete. In Sri Lanka, in allen Diözesen, gibt es diese zwei Gruppen, Singalesen und Tamilen. In meiner Diözese zum Beispiel sind es zwischen 10% und 15%. Wir empfinden Versöhnung und friedliches Zusammenleben als etwas Natürliches. Das ist für uns heilig und sehr wertvoll.